Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Kapitel von der Vorlesung Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. Im letzten Kapitel haben wir uns angeschaut, wie man zeitdiskrete Signale im Zeitbereich beschreibt. In diesem Kapitel betrachten wir jetzt die Darstellung von zeitdiskreten Systemen und Signalen im Frequenzbereich. Starten wir also mit dem ersten Teil von Kapitel 2, in dem es um die verschiedenen Frequenzgänge in Anführungszeichen geht. Den Frequenzgang mit der, ach, das kann man hier dran ganz gut sehen, den Frequenzgang über der komplexen Frequenz Z. Das heißt, wir haben ein komplexes Argument und einen komplexen Wert. Das heißt, das kann man eigentlich gar nicht so richtig darstellen. Dann haben wir den Betrag der Systemfunktion h von z von einem komplexen Argument. Das würde diesem Potentialgebirge sozusagen entsprechen, was wir hier sehen. Das ist der Betragsgang h von z. Dann haben wir den Frequenzgang bei physikalischen Frequenzen Omega. Was genau Omega? Die normierte Winkelfrequenz, das gucken wir uns gleich noch an. Und schließlich die Schreibweise h von Omega. Wir sehen hier so eine, was aussieht wie so ein Trassierband, so ein rot-weißes. Das ist der Frequenzgang bei physikalischen Frequenzen, der geht einmal im Kreis. Das schon mal vorweggenommen. Wir gucken uns gleich an, wo das herkommt. Generell kann man sagen, dass man zeitdiskrete Signale und auch LTI-Systeme in verschiedenen Domänen und auf verschiedene Arten darstellen kann. Das kennen Sie auch von den zeitkontinuierlichen Signalen und zeitkontinuierlichen LTI-Systemen. Zum einen haben wir den Zeitbereich. Das haben wir uns im letzten Kapitel angeguckt. Dort wird ein System charakterisiert und beschrieben durch eine Folge bzw. durch die Impulsantwort h von k. Dann gibt es die komplexe z-Ebene, in der wir die Systemfunktion oder deren Betrag betrachten. Das haben wir im letzten Kapitel gemacht und das schauen wir uns jetzt auch in diesem Kapitel an. Und schließlich haben wir noch den Frequenzbereich. Da sollte man eigentlich dazu ergänzen bei physikalischen Frequenzen, weil auch Z ist letzten Endes eine komplexe Frequenz, aber Omega oder F sind physikalische Frequenzen. Darum geht es in diesem Kapitel. Jetzt kann man sich fragen, warum schreibt man das so kompliziert? Komplex ist ja beides, aber warum schreibt man das so kompliziert? Warum schreibt man h von e hoch j Omega anstelle h von Omega? Weil im Prinzip, naja, hängt h von Omega ab, egal ob ich jetzt noch das e hoch j da reinschreibe oder nicht. Okay, die Antwort, warum das so ist, sehen wir jetzt gleich in dem Katzenvideo, was als nächstes kommt. Was haben wir aus dem Katzenvideo gelernt? Vielleicht nicht, dass Sie jetzt mehr Spaß haben könnten, wenn Sie um den Katzenraum drumherum laufen, sondern dass es auch in der digitalen Signalverarbeitung darum geht, dass sich alles im Kreis dreht. Warum das so ist, das gucken wir uns jetzt schrittchenweise an. Wir starten mit einem analogen Signal. Das besteht aus zwei Frequenzkomponenten, einer Sinus- und einer Kosinusförmigen Frequenzkomponente mit unterschiedlichen Frequenzen, unterschiedlichen Amplituden, unterschiedlichen Phasen. Und dieses analoge Signal tasten wir jetzt ab mit einem idealen Sampler. Man sieht, der tastet schön oft ab, sodass wir hoffentlich dann auch alle wichtigen Signalcharakteristika des analogen Signals mitbekommen und bekommen schließlich ein abgetastetes Signal heraus. Und Sie sehen hier unten die Einheit hat sich verändert, von t bezogen auf so eine Grundperiode t1 ist jetzt t bezogen auf unsere Abtastperiode ts. Das heißt, jedes Schrittchen entspricht einem Abtastintervall und das nennen wir n. Wenn wir das Ganze jetzt in die Frequenzebene transformieren, der ganz normalen Fourier-Transformation, dann bekomme ich bei meinem analogen Signal das erwartete Spektrum eines analogen Signals heraus. Eine Frequenzlinie bei F1,
mit der Amplitude 1,5 und 1 bei der Frequenzlinie 5F1 mit der Amplitude 1 Viertel. Das hatten wir jetzt so erwartet. Das Spektrum meines Abtastkamms ist wiederum so ein Abtastkamm. Und wenn hier die Abtastperiode T1 dividiert durch 50 ist, dann entspricht hier ja, die Frequenzen, die ich hier auf der X-Achse sehe, sind Vielfache von diesem FS. Das haben Sie vermutlich auch gewusst. Wenn nicht, lohnt es sich, das nochmal zu merken, dass die Fourier-Transformierte eines Dirac-Kamms wieder ein Dirac-Kamm ist. Und in der Zeitebene haben wir multipliziert mit dem Dirac-Kamm. Das heißt, wir haben die Siebfunktion ausgenutzt des Dirac-Kamms, haben uns nur einzelne Werte auf die Art rausgesiebt. Und eine Multiplikation geht bei der Transformation, bei der Fourier-Transformation, eine Faltung über. Das heißt, ich muss jetzt mein analoges Spektrum mit diesem Dirac-Kamm falten. Wenn ich es damit falte, dann wiederhole ich diese beiden Frequenzlinien bis in alle Unendlichkeit. Das heißt, das sieht jetzt so aus. Man sieht hier noch die ursprüngliche Frequenzlinie und hier 5F1 ist auch noch da. Aber das wiederholt sich jetzt immer wieder. Das heißt, beim Abtasten wird aus unserem Spektrum, so wie wir es kennen, also einem Linienspektrum, das aber nicht in irgendeiner Form jetzt periodisch ist, wird ein immer noch Linienspektrum, aber dieses Linienspektrum ist jetzt periodisch. Und das ist ein bisschen das, so wie die Katze das macht. Das heißt, dieses Spektrum dreht sich quasi im Kreis. Wir haben es jetzt hier aufgerollt, dargestellt, aber wir werden sehen, dass die gängigere Darstellung für Spektren von zeitdiskreteren Signalen ist die entlang eines Kreises. Die Einheit Omega ist vorhin schon aufgetaucht und diese verschiedenen Einheiten, um die physikalische Frequenz zu schreiben, das gibt immer wieder Verwirrung und deshalb gucken wir uns jetzt einfach mal diese ganzen Einheiten an. Einheit F 1 Kilohertz, okay, das kennen wir alle. Perioden pro Sekunde könnte man auch dafür schreiben. Dann haben wir die Abtastfrequenz von 20 kHz. Das schreibt man eigentlich schon besser als Samples oder Abtastwerte pro Sekunde. So, dann schreibt man häufig die Frequenz als Winkelfrequenz. Das heißt, man multipliziert sie mit 2π und nennt die Einheit dann Rad pro Sekunde. Oder in unserem Fall, weil wir von einem Kilohertz ausgehen, Kilorad pro Sekunde. Dann gibt es in der digitalen Signalverarbeitung ganz oft die normierte Frequenz. Das heißt, man bezieht unsere Frequenz F auf die Abtastfrequenz FS. In unserem Fall wäre das jetzt 1 kHz dividiert durch 20 kHz. Dann haben wir 0,05 Perioden pro Sample. Da hat man auch schon so eine gewisse Aussagekraft darüber, ob man oft genug abgetastet hat. Wenn ich jetzt 10 Perioden pro Sample hätte, dann wüsste ich, da verpasse ich ganz viele wichtige Zwischenwerte. Dann schließlich die normierte Winkelfrequenz. Die ist eigentlich in der digitalen Signalverarbeitung das gängigste. Da multipliziere ich einfach die normierte Frequenz mit meinen 2π nochmal und bekomme auf die Art, ich kann es entweder so schreiben, 0,314 Rad pro Sample, oder ich lasse das Pi einfach stehen. Dann fällt es mir wesentlich leichter, das zu vergleichen mit meinen übrigen Frequenzangaben. Das ist auch so eine Einheit, die sehen Sie ganz oft in Plots, die mit MATLAB zum Beispiel erstellt worden sind. Apropos MATLAB, wo man darauf achten muss, dass normierte Frequenzen in MATLAB und auch oft in Python nicht bezogen sind auf die Abtastfrequenz, sondern auf die Nyquist-Frequenz, also auf die halbe Abtastfrequenz. Da muss man wirklich bei Routinen und Funktionen immer genau hingucken, was da gemeint ist und worauf sich die normierten Frequenzen beziehen. Außerdem muss man darauf achten, dass das große und das kleine Omega in der Literatur für alles Mögliche verwendet werden. Also auch da muss man genau hinschauen, was ist im konkreten Einzelfall gemeint. Jetzt gucken wir uns an, ich hatte es Ihnen ja schon versprochen, wie der Frequenzgang eigentlich in der
Z-Ebene aussieht. Und dazu muss man eigentlich erstmal wissen, dass man einen beliebigen Punkt in der Z-Ebene darstellen kann in der sogenannten Polarform, das heißt über den Radius und den Winkel. Und wenn ich das so darstelle, dann kann ich den Bezug herstellen zu dieser Schreibweise. Nochmal neu. Ich hätte es Ihnen ja schon versprochen, dass ich Ihnen jetzt noch zeigen will, wie der Frequenzgang, der physikalische Frequenzgang der Z-Ebene dargestellt werden kann. Dazu erinnern wir uns daran, dass Z eine Kurzschreibweise ist für dieses E hoch S mal TS bei abgetasteten Systemen. Und S ist die komplexe Frequenz aus der Laplace-Domäne, die besteht aus diesem Dämpfungsterm und dem J-Omega. Und das ist ja das, wo wir eigentlich dran interessiert sind, dem J-Omega. Das separieren wir jetzt und machen daraus E hoch Sigma TS, Dämpfungsterm, mal E hoch J Omega TS. Das kann ich jetzt auch interpretieren als ein R, ein Radius, weil das hier ist eine reelle Größe und ein komplexer Drehzeiger, E hoch J Alpha. Das heißt, diesen Punkt kann ich zum Beispiel darstellen durch Radius und Alpha. Das kennen Sie alle, das ist die polare Darstellung von Koordinaten. Kann ich natürlich umrechnen auch in kartesische Koordinaten und komme dann an meine x- und y-Koordinaten. Das ist alles jetzt ganz normale Geometrie. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, der uns eigentlich hier interessiert. Und zwar hat ja gesagt, wir wollen oft wissen, was ist denn der Frequenzgang bei physikalischen Frequenzen in einem zeitdiskreten System. Wenn Sie sich nochmal an die Laplace-Transformation erinnern, da betrachtet man das auch für den Fall, dass Sigma gleich 0 ist und in der Laplace-Ebene wandern sie dann auf der y-Achse von minus unendlich bis plus unendlich. In der z-Ebene sieht das ein bisschen anders aus. Wenn Sie hier Sigma gleich 0 setzen, dann wird Ihr Term e hoch Sigma mal ts zu r gleich 1 und Sie wandern entlang des Einheitskreises. Das heißt, um den Frequenzgang rauszubekommen, machen wir einfach nur die Ersetzung und setzen in unserer zum Beispiel Systemfunktion oder in unserer Signalbeschreibung, ersetzen wir Z durch E hoch J Omega TS. So, und das Omega und das TS zusammen können wir jetzt wieder beliebig kombinieren und in Einheiten schreiben, so wie uns das gefällt. Am wichtigsten fürs Verständnis ist vielleicht erstmal diese Schreibweise hier, bei der ich sage, ja, Omega mal TS ist das gleiche wie 2πf mal fs. Dann kann ich nämlich auch zuordnen, was passiert denn mit meiner Frequenz, wenn ich entlang des Einheitskreises laufe. F gleich 0, okay, das ist einfach, das entspricht Z gleich 1. So, wir laufen jetzt einfach mal mit unserer Frequenz hier am Einheitskreis entlang und irgendwann sind wir wieder wie die Katze, die ihren eigenen Schwanz schnappt, beim Ursprungspunkt angekommen. Das heißt, wir haben uns jetzt um 2π gedreht und das entspricht jetzt, wenn ich von dieser Darstellung hier ausgehe, z ist gleich e hoch j, 2π mal f durch fs, das entspricht jetzt dem, dass ich zu meinem Argument hier oben nochmal 2π oder k mal 2π dazu füge. Und das wäre jetzt die Form. Und die Form sind exakt identisch. Das heißt, ich kann einen Punkt auf dem Einheitskreis nicht ansehen, ob ich mich jetzt noch gar nicht gedreht habe oder ob ich mich einmal oder 35 Mal im Kreis gedreht habe. Das heißt, das ist jetzt einfach eine andere Darstellung von dem Effekt, dass sich meine Spektren wiederholen. Die wiederholen sich im Abstand von fs. Das haben wir auf dem Bild vorhin gesehen als Lattenzaun aufgrund von dem Dirac-Kamm. Und hier kann man es jetzt im Kreis sich auch direkt anschauen. Und hier unten sehen Sie, warum diese Schreibweise mit dem Omega so beliebt ist.
weil die Ingenieure halt doch, wenn es um Schreiberei geht, faul sind, das möglichst kompakt schreiben wollen. Und H von E hoch J Omega ist halt unübertroffen kompakt, um einen Frequenzgang darzustellen. Die Begründung, warum wir jetzt E hoch J Omega schreiben und nicht H von Omega, ist einfach die, dass das hier nochmal so eine Erinnerung dran ist, dass wir Spektren angucken im zeitdiskreten Bereich und dass diese Spektren periodisch sind. Das heißt, man müsste das nicht so schreiben, aber das ist eine gute Erinnerung, eine gute Unterscheidung, dass wir Spektren von zeitdiskreten Systemen angucken. Wir haben jetzt schon gesehen, dass wenn man einmal im Kreis rumläuft mit FS, dass wir wieder am Anfang ankommen. Aber es ist auch immer gut und wichtig, so ein paar Eckpunkte auf dem Kreis zu kennen. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass man, wenn man einmal im Kreis drumherum geht, dass das einer Frequenzänderung von FS entspricht. Und die Funktion, der man sich das anschauen kann, das steckt hier drin. Das ist die Variablenersetzung, indem ich Z durch E hoch J Omega TS ersetze. Was passiert jetzt, wenn ich mir verschiedene Einheiten angucke? Die normierte Frequenz. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Kreis lang laufe und mir die normierte Frequenz angucke, dann geht die von 0 bis 1 oder ich kann natürlich auch von 0 bis 0,5 und von 0 bis minus 0,5 hier lang gehen. Das geht genauso. Das kann ich im Kreis nicht unterscheiden. Bei der normierten Kreisfrequenz entspricht, was jetzt keine so große Überraschung ist, ein kompletter Umlauf 2 Pi. Doch hier kann ich wieder plus Pi oder minus Pi rechnen. Und wichtige Punkte auf dem Einheitskreis sind, das haben wir gerade schon gesehen, der Punkt z gleich 1 entspricht f gleich 0 oder Omega gleich 0. Oder ich kann natürlich auch sagen, das entspricht fs, wenn ich genau einmal im Kreis gelaufen bin. Oder dreimal fs. Aber ich glaube, das haben Sie jetzt mittlerweile, das ist, glaube ich, klar. Dann der nächste Eckpunkt, wobei es immer schwierig ist mit dem Eckpunkt auf dem Kreis, aber der Punkt hier oben ist z gleich j. Und das entspricht genau einem Viertel der Abtastfrequenz. Und schließlich bei z gleich minus 1 bin ich genau einmal im Halbkreis rumgelaufen. Das ist f gleich 1 halb oder fs halbe oder Omega gleich Pi. Wenn ich jetzt noch weiterlaufe, dann bin ich bei z gleich minus j und das entspricht halt 3 Viertel mal fs oder minus fs Viertel. Das brauchen wir hier in der Vorlesung eigentlich nicht. Und wie gesagt, auch hier nochmal zur Erinnerung, diese Größen sind manchmal auch auf fs halbe und nicht auf fs normiert. Jetzt schauen wir uns nochmal die klassischeren Darstellungen dieser periodischen Spektren an. Wir starten mit dem Spektrum eines zeitkontinuierlichen, bandbegrenzten Eingangssignals. Ja, das sieht so aus, wie es aussieht. Kennen Sie? Wenn ich das jetzt abtaste, dann hatte ich gesagt, wiederholt sich dieses Spektrum im Rhythmus von FS. Das können Sie sich wieder entweder erklären anhand von dem Einheitskreis, wie Sie einmal mit FS im Kreis laufen, oder Sie können sich das auch erklären mit diesem Dirac-Kamm, der halt im Rhythmus von FS neue Kopien von Ihrem ursprünglichen Spektrum erzeugt. Das ist egal. Wichtig ist, dass man auseinanderhält das sogenannte Basisband. Das heißt, da stecken die eigentlich interessanten Informationen drin und das periodisch wiederholte Spektrum. Und periodisch wiederholt heißt, ich kann diesen Spektralanteil hier nicht separieren von diesem. Sprich, wenn ich hier in meinem Basisband irgendwas ändere, ändern sich alle periodisch wiederholten Spektren mit. Die kann ich nicht separat modifizieren. Deshalb betrachtet man in der digitalen Signalverarbeitung eigentlich fast immer nur das Basisband. Ausnahme ist, wenn man die Abtastrate ändert. Das heißt, wenn sich diese Breite des Basisbands, wenn die schmaler oder breiter wird, das gucken wir uns dann im Kapitel zu Dezimation und Interpolation an.
Ich habe hier unten einfach nochmal die verschiedenen Achsen hingemalt, sodass man sieht, wie sich diese Spektren jetzt dargestellt über der Kreisfrequenz oder der normierten Frequenz oder der normierten Kreisfrequenz darstellen. Das, ja, ist jetzt nichts Neues im Vergleich zur vorigen Folie. Was noch ein wichtiger Punkt ist, der immer für Diskussionen sorgt, ist die Frage, was ist mit diesem unteren Teil des Kreises? Was ist mit Frequenzen wie 3/4 mal FS? Viele haben das jetzt schon gehört aus dem Grundstudium und sagen so, ja, aber ich bleibe doch eigentlich immer begrenzt bis FS halbe und darüber, das gucke ich mir noch nicht an, das faltet sich doch irgendwie. Und da haben sie natürlich recht. Der Grund dafür ist, dass wir uns normalerweise mit wenigen Ausnahmen nur reellwertige Signale und Systeme angucken. Das heißt, wenn Sie irgendein Signal messen, dann haben Sie eigentlich immer irgendeinen reellen Wert und ja, der imaginäre Anteil davon ist null. Das heißt, Sie schränken quasi jetzt die Allgemeinheit Ihres Signals ein, dadurch, dass Sie sagen, der Imaginärteil ist null von meinem Signal. Und das hat natürlich irgendwelche Konsequenzen bei der Fourier-Transformation. Und in unserem Fall hat es die Konsequenz, dass der Betragsgang oder genauso auch der Realteil des Spektrums, dass der eine gerade Symmetrie hat. Das heißt, das kommt dadurch, dass wir ein reellwertiges Signal im Zeitbereich haben. Der Betragsgang von diesem reellwertigen Signal hat dann eine gerade Symmetrie. Das heißt, es macht für den Betragsgang jetzt überhaupt keinen Sinn, sich die negativen Frequenzen anzugucken. Oder ich kann das ja auch hier weiterlaufen lassen, die Frequenzen bis f gleich 1, da kommt einfach nur was, was wir eh schon wissen. Beim Phasengang bekommen wir ähnliches Verhalten. Wir sehen hier, auch der ist symmetrisch zu der Frequenz 0. Wir haben uns allerdings keine gerade Symmetrie, sondern eine ungerade Symmetrie. Aber auch da bekommen wir im negativen Frequenzbereich keine zusätzlichen Informationen. Und alternativ, wie ich Ihnen es gerade schon gesagt habe, können Sie auch den Bereich anstatt von minus 0,5 bis plus 0,5 den Bereich von 0 bis 1 darstellen. Das macht jetzt keinen Unterschied. Aber hier sehen Sie, das ist der Grund, weshalb man in der digitalen Signalverarbeitung das Spektrum nicht nur einschränkt auf den Bereich von 0 bis FS. Man weiß, danach gibt es halt die Wiederholspektren und da passiert nichts Neues mehr. Sondern meistens schränkt man den Bereich ein von 0 bis 0,5 FS. Weil ich weiß, dass aufgrund meiner reellwertigen Eingangssignale danach sich mein Spektrum, dass es Symmetrieeffekte gibt aufgrund meines reellwertigen Eingangssignals. Deshalb gucken wir uns meistens nur den Bereich von 0 bis FS halbe an. Der Unterschied: Wiederholspektren haben wir immer. Bei zeitdiskreten Systemen, die abgetastet worden sind mit FS, wiederholt sich mein Spektrum, egal wie schief und schräg es aussieht, immer in Schritten von FS. Das heißt, dieses Basisband sehen wir hier, das ist rot gemalt und es wiederholt sich in Grau. Wenn ich reellwertige Systeme habe, dann habe ich außerdem auch noch hier eine Faltung, ich kann auch hier die Faltung betrachten. Das heißt, das sind jetzt Symmetrien, die noch extra dazukommen und die dazu führen, dass mich jetzt nur noch der Bereich von 0 bis 0,5 FS interessiert. Und um da schon mal ein bisschen vorzugreifen, die Pol- und Nullstellen, keine Angst, das erkläre ich später nochmal, sind in so einem Fall immer symmetrisch zur x-Achse. Das heißt, ich brauche konjugiert komplexe Polstellen, konjugiert komplexe Nullstellen, damit mein Frequenzgang hier entlang das gleiche ist wie auf der unteren Seite des Einheitskreises. Betrachte ich jetzt komplexwertige Systeme, dann sehe ich, dass ich keine Symmetrie habe in meinem Basisband, sondern nur meine Wiederholung mit FS, mit K mal FS. Das heißt, diese Faltung in Anführungszeichen, die gibt es hier einfach nicht. Wohl aber natürlich die Wiederholung meines Spektrums. Das interessiert uns jetzt in dieser Vorlesung hier wirklich nur am Rande. Das ist eher ein Spezialthema, wie zum Beispiel bei komplexen Basisbandsignalen, wo man das tatsächlich ausnutzt, um effizienter rechnen zu können. Wir bleiben hier enger an der Physik dran und da gibt es normalerweise nur reellwertige Signale und Systeme. Wenn wir nochmal zu dem Pol-Null-Stellendiagramm zurückkommen, da würde man sehen, hier sind jetzt zwei Polstellen
und in der unteren Seite sind keine. Deshalb verhält sich mein System zwischen 0 und 0,5 anders. Da sehe ich quasi die Peaks aufgrund meiner beiden Nullstellen und Polstellen. Und auf der negativen Hälfte zwischen minus 0,5 und 0, da passiert nicht so arg viel. Gut, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in der Z-Ebene an. Wenn wir uns jetzt diesen Einheitskreis nochmal vorstellen, sagen, okay, entlang des Einheitskreises betrachte ich meinen Betragsgang, dann muss ich die dritte Dimension wählen, um das vernünftig darstellen zu können. Und dann sehe ich, dass hier die Höhe entlang meines Einheitskreises, das entspricht dem Betrag von h von z, und zwar an der Stelle e hoch j Omega. Das ist der rote Kranz. Und hier sehen Sie auch wieder schon mal als Vorgriff eine Nullstelle, die in der Mitte meinen Betragsgang auf 0 runterpinnt, wie so ein Hering von einem Zelt, und die Zeltstangen, die drei Pole, die den komplexen Frequenzgang h von z an dieser Stelle hochziehen. Und das wirkt sich dann natürlich auch bis auf den Einheitskreis aus. Aber wenn wir an physikalischen Frequenzen interessiert sind, dann wandern wir nur außen entlang des Einheitskreises. Man kann diesen 3D-Frequenzgang jetzt auch nochmal extra rausmalen. Das heißt, ich habe jetzt hier das Potentialgebirge sozusagen weggelassen. Da kann man es ein bisschen klarer erkennen. Vor allem kann man dann klarer erkennen, was passiert, wenn ich jetzt diesen Kreis aufschneide und das Ganze abrolle. Dann sehen wir jetzt den Zusammenhang zwischen dieser Darstellung entlang des Kreises und der Darstellung im klassischen Frequenzdiagramm. Es ist manchmal in diesem 3D-Diagramm ein bisschen schwierig, sich daran zu erinnern, wo eigentlich Omega gleich 0 ist. Das ist jetzt hier diese Stelle. Und man sieht hier schon, aus diesem 2D-Diagramm kann man eigentlich leichter ablesen, was für ein Frequenzgang, was für eine Charakteristik das System hat. Hier würden wir sehen, das ist ein Hochpass, was bei hohen Frequenzen in der Nähe von Pi, fs halbe, f gleich 0,5 deutlich größeren Betragsgang hat als bei Omega gleich 0. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen vom ersten Teil des zweiten Kapitels. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal kurz, wie man sich diese komplexen Frequenzgänge oder diese Betragsgänge mit dem Tool, dem PiFDA-Tool, wie man sich die damit interaktiv angucken kann. Dann bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und als nächstes sehen Sie jetzt noch eine kleine Demo von PiFDA. Gut, um das Programm zu starten, müssen Sie erstmal in das Verzeichnis wechseln, in dem Ihre Software liegt. Dann können Sie starten mit Python pyfdux.py. So, und dann werden Sie mit so einem Default-Frequenzgang begrüßt. Wenn Sie jetzt mit diesen normierten Frequenzen nicht ganz so wohl fühlen, dann können wir auch das Ganze in Kilohertz eintragen und sagen, okay, ich will eine Abtastfrequenz haben von, sagen wir, 48 Kilohertz. Dann werden Ihre vorher normierten Frequenzen, werden jetzt automatisch angepasst. Und wenn Sie jetzt eins haben wollen mit der Eckfrequenz, sagen wir, des Passbands, 2 Kilohertz, des Stoppbands 5 Kilohertz und Sie wollen das mit der minimalen Ordnung entworfen haben, dann können Sie das jetzt entwerfen lassen und wenn Sie hier auf die Show Specs klicken, dann sehen Sie auch, wo Ihre Spezifikationen jetzt eingetragen waren. Man sieht jetzt hier, wie gesagt, den Frequenzgang und den können Sie entweder logarithmisch oder auch in Volt sich anzeigen lassen, also linear. Ja, wir lassen es mal logarithmisch, da sieht man einfach mehr. Sie können sich das Ganze jetzt auch im
3D-Bereich anzeigen. Die Pole 0 Stellen lassen wir mal raus, die brauchen wir jetzt hier noch nicht. Und dann sehen Sie jetzt hier entlang Ihres Einheitskreises, das ist die Markierung für f gleich 0, sehen Sie jetzt Ihren komplexen Frequenzgang. Schalten wir auf logarithmisch um, dann sieht man das auch, dass es genauso aussieht jetzt entlang des Kreises, wie wir es eben gerade linear gesehen haben. Wenn Sie bunte Bildchen haben wollen, können Sie auch Ihren Oberflächenplot sich darstellen, wahlweise auch mit Schatteneffekten, dann wird das Ganze allerdings noch deutlich langsamer. Was sieht man ansonsten noch? Spielen Sie einfach ein bisschen damit rum. Jedenfalls sollte man hier ganz gut mit erkennen können, dass hier diese bunte Tischdecke ist eher H von Z, der Betragsgang davon, und dieses rot-weiße Absperrband, das ist halt Ihr komplexer Frequenzgang, der Betrag von Ihrem physikalischen Frequenzgang. Gut, mehr kurze Einführungen gibt es dann noch dazu, wenn wir zu den entsprechenden Themen wiederkommen.